Hallo Reiterkollegen, es freut mich, euch auf unserer Online-Reitschule Riding Academy bei Wolfgang Rust begrüßen zu dürfen. Dieses Video habe ich bereits angekündigt und zwar geht es darum, wie kann ich mit einem Pferd arbeiten, das immer an derselben Stelle scheut. Bei Hanni ist es zum Beispiel so, dass da draußen, da ist eine Anschleppung bei der Halle und da draußen wird sehr viel gearbeitet, dann ist die Tribüne, wenn auf der Tribüne irgendetwas los ist, ist sie sehr stark abgelenkt, dann ist das Tor raus, wo der Putzplatz ist, wo einfach mit den Pferden gearbeitet wird. Und dann haben wir noch eine Stelle, das ist die Aufstiegshilfe, auch dort ist sie guckig und dann ist es wieder vorbei, vielleicht auch noch ab und zu beim A, aber das ist im Prinzip ihre Angstseite hier herüben. Und klar, es gibt diesen sogenannten Mere-Exposure-Effekt. Ich erkläre euch den Mere-Exposure-Effekt noch kurz davor. Und zwar ist es der Effekt der bloßen Darbietung. Bedeutet im Endeffekt, wenn ich einem Tier etwas, beim Menschen genau gleich, immer wieder zeige und es wird, und das ist wichtig, zu Beginn neutral bewertet. Es ist vollkommen egal. Bei Pferden natürlich zuerst mal mit Angst. Und wenn man es dann immer und immer und immer wieder damit konfrontiert, wird es irgendwann ruhig. Irgendwann ist es egal. Das wäre genauso wie bei uns, wenn wir sagen, wir sind in einer Situation, wird neutral bewertet, wir sehen es wieder und wieder und irgendwann wird uns das sympathisch. Negativ, wenn der erste Eindruck negativ ist, extrem negativ, dann verstärkt sich das Ganze natürlich auch wieder ins Negative. Da muss ich dann schon an mir arbeiten, dass es positiv ist. Das ist zum Beispiel auch bei Ängsten, aber das ist ein ganz anderes Thema. Hier in dem Fall, wenn ein Pferd immer wieder bei dieser Stelle scheut oder guckig ist, aufgespannt, verspannt geht, dann muss ich als Reiter, um diesen Mere-Exposure-Effekt überhaupt einmal gelten zu lassen, ganz ruhig bleiben. Sonst steigert sich das Ganze ja immer mehr. Das Pferd zieht sich auf, springt zur Seite, der Reiter verzweifelt, beginnt zu ziehen, Hilfen zu geben, die gar keine Hilfen sind, sondern nur mehr Korrekturen mit Rausdrücken, Außensitzen, Reißen, Schieben, was auch immer es da gibt, Schiefsitzen, nach hinten neigen, alles, was am Pferd verboten ist oder nicht gemacht werden sollte. Wenn der Reiter wirklich so ist, dass er sagt, okay, mein Pferd ist hier guckig, so, und jetzt brauchen wir die mentale Stärke. Ich weiß ja doch, was ich möchte. Und zwar, wenn ich da geradeaus reite, habe ich eine Linie am Boden und auf dieser Linie reite ich. Ich reite nicht an die Bande. Ich reite nicht darauf zur Tribüne, zu der Wand hin, sondern ich reite eine Linie. Auf dieser Linie möchte ich mein Pferd halten. Jetzt brauche ich als Reiter auch schon das Wissen, mit welchen Hilfen kann ich mein Pferd auf der Linie halten. Das wäre jetzt zum Beispiel, mein inneres Bein am Gurt muss das innere Hinterbein nach vorne fußen lassen, auf einer geraden Linie. Mein äußeres Bein hinterm Gurt ist dafür da, oder dazu da, das hintere Bein nach vorne treten zu lassen, aber auch so ein bisschen Richtung Körpermitte, damit es mit der Hinterhand leicht innen bleibt. Und jetzt habe ich die Hinterhand eingerahmt und führe die Vorhand leicht nach innen, wenn das Pferd schon so weit ist, dass es gerade gerichtet geritten werden kann. Und nun habe ich beide Beine, tiefen Sitz, Vorhand leicht nach innen, durch Außenzügel am Widerrist, innerer Zügel führt leicht nach innen. Und wenn ich jetzt hier gerade ausreite, dann möchte ich das erhalten. Und jetzt achtet mal darauf, was passiert. Ich reite hier gerade, also mir ist es egal, ob die hochdrückt oder nicht. Hanni wird aufgespannt. So, jetzt reite ich hier ganz normal geradeaus und sie wird kurz und sieht nach außen. Jetzt, was passiert jetzt? Es ist jetzt Folgendes passiert, und zwar ist sie von der gedachten Linie nach innen weggedriftet. Bedeutet in dem Fall nur, und jetzt ist es wichtig, ich muss mir überlegen, welche Hilfe hat sie denn ignoriert? So, jetzt denkt mal alle ganz kurz nach. Ich reite hier auf der Linie. Welche Hilfen habe ich gerade erklärt? Das Pferd driftet nach innen weg. Mir ist es vollkommen egal, was die Ursache war, ob das da draußen ist oder irgendetwas. Interessiert mich nicht. Für mich ist hier wie eine imaginäre Wand und ich sehe nicht raus. Ich habe hier im Prinzip nur eine Linie, auf der ich reiten möchte. Wisst ihr schon, welche Hilfe das Pferd ignoriert hat? Es ist die innere Wade am Gurt, denn die muss das Pferd gerade nach vorne reiten. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, jetzt nehme ich die Gerte leicht dazu, touchiere hier leicht. Warum? Damit das Pferd mit dem linken Ohr zu mir kommt.
Und das könnt ihr hier beobachten. Linke Wade, Gerte leicht links, dann brauche ich nicht mit dem Sporn arbeiten, bis das linke Ohr hier zu mir kommt. Wenn das linke Ohr bei mir ist, dann habe ich das Pferd so weit, dass es sich hier mit der inneren Wade am Gurt nach vorne reiten lässt. Das ist hier die Voraussetzung. Nächster Punkt. Ich habe eine Linie, auf der reite ich. Meine Hilfen, mit denen ich das Pferd auf der Linie halte, sie ist jetzt im Ganzen etwas aufgezogen. Was mache ich als nächstes? Ich reite jetzt nicht, bis ich wieder da drüben bin, einfach nur dahin. Nein, jetzt kann ich daran arbeiten, dass ich sage, okay, ich möchte, dass die mein inneres Bein noch einmal besser akzeptiert. Ich möchte, dass die Hilfen akzeptiert, dass er sie reinführen lässt mit Innenzügel, vorreiten lässt mit dem Innenschenkel innerer Hüfte, äußerer Zügel abfangen. Wenn euch das alles nicht sagt, seht euch die Videos an. Wir haben dazu schon so viele Erklärungen. Hier sind wir beim Arbeiten mit diesen Hilfen, die wir bei uns auf der Online-Reitschule Riding Academy bei Wolfgang Rust schon mehrmals angesprochen haben. Noch einmal, auch die Ecke reiten, gerade machen wieder. Innere Wade, innere Hüfte und wieder lockern. Es muss uns klar sein, das Pferd ist gerade im Sympathikus ganz oben. Schockstarre, Kampf oder Flucht, bei ihr ist es eher die Flucht. Also brauche ich die Souveränität, ihr zu zeigen. Und jetzt könnt ihr wieder die Ohren auch beobachten. Sie dreht sie raus. Sie dreht den Kopf leicht raus. Meine Aufgabe, das Ohr zurückbringen. Außen Zügel dran, gerade sitzen, innen wieder treiben, leicht touchieren, das Ohr. Und wieder. Und ihr seht, sie zieht sich auf, wieder das Ohr. Wieder lockern, das Ohr lockern und wieder das Ohr zu mir und wieder und wieder. So, bis sie hier akzeptiert, dass das innere Hinterbein auf der gedachten Linie nach vorne tritt. Nicht zur Bande, nicht seitwärts raus, sondern nach vorne. Auch nicht mit dem inneren Bein da, ich kann das jetzt nicht machen, weil sonst springt sie wieder weg, weiter hinten treiben oder irgendwie rausdrücken wollen das Pferd. Hier gibt es ja so viele falsche Korrekturen, die, und das ist jetzt der wichtigste Punkt, in der weiteren Arbeit nicht brauchbar sind. Denn was mache ich denn mit einem Schenkel, mit einem Unterschenkel, der viel zu weit hinten treibt, wenn ich dann weiterreite? Wenn ich beim Angaloppieren plötzlich das Bein nach vorne muss oder das Pferd weiter ausbilde und eine Traversale reite, obwohl ich in der Linkstraversale normal mein linkes Bein ganz hinten habe, so kann ich keine Traversale reiten. Das funktioniert nicht. Darum ganz wichtig, auch wenn Pferde aufgezogen sind, korrigiert werden, hier reite ich wieder eine Volte in der Ecke, wenn die Pferde korrigiert werden, bleibt korrekt am Reiten. Denn mit dem korrekten Reiten könnt ihr dann in Zukunft weiter ausbilden. Und diejenigen, die hier mogeln beginnen, die Pferde nur irgendwie vorbeischummeln, die haben dann ein Problem, denn das bleibt ewig ein Schummeln und wird nie, niemals eine korrekte Reiterei. Wir betrachten das Ganze natürlich auch auf der rechten Hand. Hier ist es etwas leichter. Warum? Weil Hanni rechts hohl ist. Das ist auch so ein Punkt. Ein rechts hohles Pferd wird immer, auch wenn es hier genauso guckig sein könnte, rechts herum braver auf der Linie bleiben als links herum. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nicht, weil das linke Auge guckiger ist oder weniger guckig oder das rechte Auge guckiger. Nein, das hängt immer mit der hohlen Seite zusammen. Denn wenn sich ein Pferd ums rechte innere Bein, rechts hohl, leichter biegen und arbeiten lässt, dann fällt die Schulter leichter raus, dann bleibe ich natürlich leichter an der Bande. Wenn ich mit einem rechts hohlen Pferd auf der linken Hand reite, ja, dann drückt sie relativ schnell gegen das innere Bein, welches ja auf der Linie halten soll. Und dann ist natürlich das Problem, wenn das linke Bein sowieso schon nicht durchkommt, weil mein Pferd rechts hohl ist, und dann soll ich mit diesem linken Bein, das so schon nicht durchkommt, auch noch auf der Linie halten können und vorreiten können. Ja, da geht irgendwann mal die Substanz aus. Da bleiben keine Ressourcen mehr übrig. Auf der rechten Hand ist es nicht so schwer, weil da kann ich ja sowieso gerade ausreiten. Da habe ich rechts nicht so viel zum Treiben. Also habe ich hier die Möglichkeit, auch nach vorne zu reiten. Klar, kommen jetzt natürlich auch Leute, die dann sagen, ja, aber rechts herum, da habe ich das Gefühl, ich liege in einem Loch drin. Und auch hier haben wir bereits Videos dazu. Seht ihr euch an, hier zählt dann das in sich gerade machen und dann kommt ihr auch rechts wieder zum Treiben. Im Trab betrachtet, wenn ich nun hier lostrabe, ich sitze Hanni heute gleich aus, das ist das erste Traben. Ich habe sie noch nicht getrabt. Ich nehme euch hier ganz mit der Arbeit mit, damit ihr seht, guckige Pferde, wie kann man die da reiten.
So, jetzt kann ich natürlich sagen, ja, was tue ich jetzt? Weil Guckig ist erst da drüben, jetzt muss ich einfach nur die Zeit überbrücken. Nein, hier habe ich die Möglichkeit zu arbeiten. Zum Beispiel wieder eine Schrittparade. So, gelassen reiten, wieder antraben. Da mache ich noch einmal hier Schrittparade. Warum? Weil ich dadurch die Hilfen ja anpasse, das Pferd mit meinen Hilfen arbeite und jetzt habe ich Ressourcen. Würde ich hier nur normal vorbeireiten, auf der rechten Hand leichter, rechte Wade treibt dann den linken Zügel und wieder Schrittparade, an die Hand geritten, die Wendung im Schritt, nach der Wendung wieder vorbereiten, antraben. Das ist zum Beispiel für mich jetzt die Arbeit mit einem guckigen Pferd. Jetzt reite ich hier eine halbe Volte rechts, schön gestellt gebogen, gleichmäßig, gerade, halbe Volte links, nehme die Gerte nach links. Und jetzt geht es um dieses auf der Linie halten. Und ihr seht hier schon die Spannung. Ich reite sie nicht zur Bande. Merkt ihr das? Ich reite nur geradeaus. Das ist hier wichtig. Meine linke Hand führt immer noch nach innen. Meine innere Wade treibt nach vorne. Meine Hüfte reitet vor. Mein innerer Zügel führt rein. Und mit dem äußeren Zügel fange ich ab. Und jetzt merkt ihr mittlerweile an meinem Reden, es geht mir nicht darum, dass sie an der Bande geht. Nein, es geht nur darum, dass sie auf der Linie geht. Auf dieser Linie. Hier wieder eine Schrittparade. Und hier ist es auch wichtig, dass ich in der Schrittparade weiter an den Außenzügel arbeite. Also nicht Schrittparade und vergessen, ach, die sollte am Außenzügel gehen. Das ist im Vordergrund. Noch einmal, hier eine Schrittparade. Warum? Weil sie hier gerade weggesprungen ist. Dann setze ich in das Wegspringen eine Schrittparade rein. Gehorsam. Und hier auch wieder Schrittparade. Gehorsam abverlangen, antraben. Und schon wieder das Lockern. Und jetzt kann ich hier auch wieder reinführen, am Reiten sein, wenden, leicht touchieren, nach vorne reiten, wieder wenden und hier wieder vorbereiten, kürzer, kürzer, Schritt loslassen. Das ist das Um und Auf. Für euch ganz wichtig, blendet aus, wo ihr seid. Ganz egal, ob ihr am Turnier seid, beim Ausreiten seid. In einer Reithalle am Reitplatz, ob das Pferd da immer guckig ist oder nicht. Es geht nicht darum, dass ihr den Platz ändert, dass sich auf dem Platz keiner mehr bewegen darf oder was auch immer ihr dann machen möchtet oder zu den Leuten sagt, seid doch leise und hört doch auf. Nein, es geht einfach nur darum, das Pferd ist nicht an euren Hilfen. Seid ihr als Reiter diesen Herausforderungen noch nicht gewachsen, dass ihr hier sagen könnt, ja, ich weiß, wie ich das mache, ich richte mich auf, ich sitze stabil, ich habe beide Beine dran, ich habe mein inneres Bein zum nach vorne reiten, meinen Außenzügel zum Abfangen. Ich bin fähig, während das Pferd aufgezogen ist, während das Pferd in so einen Fluchtmodus kommt, so wie Hanni jetzt auch, tief zu atmen, ruhig zu bleiben, reinzuführen, mein Innenbein zu aktivieren, dem Pferd die Sicherheit zu geben. Und hier ist auch wiederum der Faktor Vertrauen des Pferdes. Was ist denn zuerst da, Gehorsam oder Vertrauen? Und jetzt kommen natürlich wieder einige Antworten mit immer zuerst Vertrauen, dann Gehorsam. Dann stellt euch jetzt hier die Frage, wenn das Pferd zuerst Vertrauen braucht, dann Gehorsam und das Pferd haut mit euch ab, weil es auf die Hilfen nicht gehorsam da bleibt, in der Situation bleibt, dann ist das Pferd mal weg. Das sind die Durchgeher, die dann im Endeffekt nie Gehorsam gelernt haben. Wenn die keinen Gehorsam gelernt haben, na wie soll denn das Pferd Vertrauen bekommen, wenn es sowieso immer aus der Situation rausläuft? Also brauche ich als Reiter die Möglichkeit, das Pferd in der Situation halten zu können. Also Linie, das Pferd muss auf der Linie sein, die Gangart halten und dann auch das Tempo. Und wenn ihr da nichts passiert, ich auch ruhig bleibe. Und das ist ein weiterer Punkt. Nichts passiert bedeutet jetzt nicht, dass ihr nichts am Kopf fällt. Nein, dass ich ihr hier auch die Ruhe gebe. Wenn ich sie hier strafe, passiert ihr ja auch etwas. Und das hängt ja schon alleine damit zusammen, wenn sie zur Seite springt und ich setze mich schief hin, ist es eine Strafe. Sie springt zur Seite, ich reiße am Zügel.
seine Strafe. Und jetzt geht es auch wiederum Entscheidung des Reiters. Wenn das Pferd abhaut, also wirklich abhaut, dann muss sich das Pferd mal bestrafen fürs Abhauen. Hier muss sie aber zuerst abhauen. Das ist nicht nur, weil sie zur Seite springt. Das ist ja nicht abhauen, das ist nur einfach gegen das Bein gehen. Dann muss ich mit der Hilfe, die sie ignoriert, stärker werden. Bedeutet in dem Fall, ich reite hier, sie bleibt im Tempo, ignoriert mir zum Beispiel mein linkes Bein. Hier kann ich dann Bein und Gerte machen. Einfach mal ein bisschen stärker dosieren. Wenn das noch nicht funktioniert, noch einmal stärker dosieren. Und dann habe ich sie so, dass ich mit ihr reiten kann. Wir betrachten das Gleiche im Galopp. Hanni ist auch das Pferd, wo wir das links und rechts angaloppieren gezeigt haben. Es war auch so ein Tag, wo sie so guckig war mit dem Bagger. Auch im Galopp. Tief atmen, schwer werden. Hanni atmet mit mir. Lockeres, tiefes Sitzen. Und jetzt kontrollieren wir mal, ob ich fähig bin, hier die Linie zu halten. Und ihr merkt schon, ich touchiere hier links. Warum touchiere ich links? Damit das linke Ohr bei mir bleibt. Wieder und wieder und wieder. Immer wenn das Ohr weggeht, wieder und wieder. Und wieder. Und noch einmal. Was habt ihr beobachten können? Hanni bleibt auf der Linie. Nur bei A jetzt ganz kurz ein Zucken. Und Hanni geht schon wieder ruhig weiter. Gerade machen, lockeres, entspanntes Reiten. Und jetzt habt ihr die Lösung. Was machen wir, wenn Pferde guckig sind? Wir müssen die Pferde auf der Linie reiten. Ihr reitet sie nie gegen Gefahren. Wenn da ein Transparent wäre, da reite ich nicht aufs Transparent zu. Nein, ich reite das Pferd am Transparent vorbei, auf der Linie, auf der ich reiten möchte. Und jetzt kann ich sagen, welche Hilfen brauche ich dazu? Jetzt kommt mein Wissen, mein Können. Und das ist all das, was ihr bei uns auf der Online-Reitschule lernt. Selbst auch dieses Gärtenwechseln, wie man das so schön schnell machen kann, damit man hier schon wieder am Reiten ist. Gleiche wieder, Galopp rechts. Lockeres Reiten, tief sitzen, durchatmen. Und ihr merkt, immer wenn ich so tief durchatme, entspannt sich auch Hanni. Kommen wir wieder zum Reiten, lege jetzt mal leicht zu, mache sie wieder gerade. Wenn die Hinterhand reinkommt, auch dieses gerade machen. Das sind alles Punkte, die haben wir alle schon im Kanal. Seht euch das auf der Online-Reitschule an, jetzt auch neu auf unserer Website wr-rideyourlife. Da könnt ihr das Ganze werbefrei ansehen. Hier ganz gleichmäßiges Galoppieren. Und ihr merkt, plötzlich wird diese Seite für Hanni komplett entspannt und ruhig. Damit ihr seht, dass das nichts mit dem Auge zu tun hat, wenn ich hier im Außengalopp vorbeireite, kann ich mit Hanni im Außengalopp bestimmter geritten besser reiten. Warum? Weil ich beim Außengalopp genauer einwirke, mehr mit dem Pferd arbeite und darum ist sie hier weniger guckig. Das hat also gar nichts mit dem Auge zu tun, sondern nur wie viel ich einwirke. Heißt aber jetzt nicht für alle Außengalopp üben ohne Ende. Es ist nur ein Beispiel. Hier kann ich wieder zurückwechseln, mal leicht zulegen, rausreiten, rückführen, an die Hand geritten, Ecke reiten, wieder durchparieren an die Hand, mache wieder Gärtenwechsel, noch einmal links herum, wieder lockeres Reiten. Und jetzt galoppiere ich genau hier an der Stelle an, wo sie guckig ist. Und jetzt reite ich sie wieder an den Außenzügel. Und ihr bemerkt mittlerweile dieses ganz aufgespannte, ängstliche, unsichere Pferd wird immer ruhiger. Warum? Weil ich sie besser an den Hilfen habe. Und das merkt ihr euch. Guckige Pferde bekommt ihr nur so in den Griff, indem sie Vertrauen zu euch aufbauen. Ein bisschen rausreiten, aufnehmen, Ecke reiten. Dann kann ich auch kurze Seite einfach mal rausreiten, aufnehmen, tief sitzen. Dann wieder hier lockern, links, linke Wade, Gerte leicht links. So, dass ich hier ganz locker auf dieser Linie reiten kann.
Und somit ist Hanni hier viel entspannter und ruhiger. Ich hoffe, ich konnte euch hier mit diesem Video ein bisschen eine Anleitung geben, wie ihr guckige Pferde, die immer bei einer Stelle guckig sind, arbeiten könnt. Ich mache hier für Mitglieder jetzt noch einmal einen kurzen Zusatz, wie man hier mental weiterarbeiten kann, wenn man sagt, ja, aber ich kriege das nicht raus, ich übe das schon so lange. Ihr könnt hier den Kanal abonnieren, dann versäumt ihr kein Video mehr. An Mitglieder werden, dann könnt ihr euch diese Videos ansehen und zusätzliche Videos, beziehungsweise auch werbefreie Videos, da könnt ihr jetzt wrreadylife.com, also wr-wrreadylife.com, unsere Website, da könnt ihr alles werbefrei ansehen, mitlernen und dort gibt es dann auch so einzelne Kurse angeboten. Seht rein, freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal.